Und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte mal irgendwann, beziehungsweise ich hatte ja prophezeit, ich mache noch ein Langzeit-Review, beziehungsweise eine Meinung nach längerer Benutzung dieses Rucksacks, der ja nun wirklich eine gute Stange Geld kostet. Ich weiß gerade nicht mehr wie viel, aber es war viel. Und das ist der Fjällräven für diejenigen, die es nicht wissen. K, ja, K, J, K, Kja, K. Also Kja, K ist, glaube ich, wohl der häufigste Versuch eines Nicht-Schweden, dieses Ding korrekt auszusprechen. Ich habe keine Ahnung, wie das korrekt ausgesprochen heißt. Ich versuche es nur immer mal wieder, um mich lächerlich zu machen. Ich komme gerade zurück von der Tour, war 4 Tage unterwegs. Normalerweise ist das Erste, was man dann ja machen sollte, erstmal Ausrüstung soweit einigermaßen ready zu bekommen, dass die nicht weiter Schaden nimmt. Habe ich diesmal nicht gemacht, sondern habe mich gleich ins Bett geschmissen und wollte jetzt am nächsten Morgen, eben entsprechend eigentlich eher nächster Vormittag, meine Meinung zu diesem Rucksack noch ein bisschen vertiefen. Ne? Weil, wenn man den jetzt wirklich eine ganze Weile verwendet hat, auf einigen Touren, dann kann man dazu natürlich auch mal jetzt die ersten negativen Dinge sagen, die man bei dem niegelnagelneuen Ding für viel Geld vielleicht so erstmal nicht feststellt, beziehungsweise so auch nicht feststellen möchte, was ja durchaus legitim ist. Und tatsächlich, er hat ein paar kleine Ecken und Kanten, wo man sagen kann, okay, das ist sicherlich potenziell zumindest, wäre das besser lösbar gewesen. Okay, das ist das Vorgeplänkel. Achso, wie lange ist jetzt der Langzeittest? Also ich habe jetzt damit ungefähr, lass mich lügen, auf verschiedenstem Terrain insgesamt etwa vielleicht 400 Kilometer zurückgelegt. Das ist ja jetzt nicht wahnsinnig viel, aber wie gesagt, verschiedenes Terrain. Dabei war halt auch extremstes Geröllfeld und so weiter und so fort, auf dem man sowieso am Tag höchstens mal 12 Kilometer vorwärts kommt oder auch nur mal 8, je nachdem. Also ein Kram ist er jetzt dabei gewesen, der hat alles gesehen, was ich sonst sowieso so auch so wandere. Der ist ein bisschen in der Felswand entlang geschrobbt. Er hat ganz oft als Sitzgelegenheit herhalten müssen. Er hat ein paar Züge von innen gesehen, er hat diverse Bahnhöfe gesehen, er wurde in diversen Gepäckräumen von Bussen deponiert und Flugreisen hat er auch immerhin. Ich fliege wirklich wenig, deswegen da müsste ich schon einen sehr langen Zeittest machen, um da mehr zu sagen zu können. Aber immerhin 4 Verladungen in Flugzeuge und 4 Transporte in einem Flugzeugladeraum hat er auch mitgemacht. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand der Beanspruchung. So. Und dann entladen wir das Ding mal. Erstmal vielleicht, das ist ganz interessant, Möglichkeiten, Trekkingstöcke an dem Ding zu befestigen. Ich mache das gern so, dass ich sie hier seitlich reinstecke. Da, was ich hier seitlich noch baumeln habe, ist eine Flasche Wasser. Ich arbeite im Regelfall einfach immer nur mit diesen alten PET-Flaschen. Gerade auf Touren habe ich eigentlich nie was anderes zum Wassertransporter, weil das habe ich schon 26 Mal erzählt. Die Täschchen hier unten, lasst uns dazu ein paar Worte verlieren. Ich finde nach wie vor unglaublich cool, dass die hier also einen seitlichen Einschub haben, weil wenn man eine 0,5 Liter Flasche dann da so seitlich reinschiebt, dann kann man die wunderbar beim Wandern von der Seite einfach hier hinten greifen mit dem Rucksack auf. Da kommt jeder dran, da muss man wirklich nicht Schlangenfrau für sein. Sich das Ding rausnehmen, Schluck trinken, da wieder reinstecken mit dem Schnürchen entsprechend möglicherweise bisschen fixieren oder auch ein bisschen weniger fixieren. Die Schnur hier oben ist, um dieses Ding hier weiter enger zu machen. Die habe ich erst spät entdeckt, dass es da überhaupt so eine Schnur gibt. Und die Schnur hier ist, um die Tasche so halt ein bisschen weiter bzw. zu fixieren. Da passt jede Art von Flasche auf jeden Fall rein. Man kommt auch in eine so steckende Flasche rein, kann sich die hinten rausgreifen. Wenn die aber ganz voll ist und man steckt sie hier jetzt wieder rein, schafft man das zwar so weit, überhaupt kein Problem, aber, und man kann sie vielleicht hier auch noch ein bisschen festziehen, aber wenn die jetzt voll ist und wirklich entsprechend da hin und her schwankt, je nachdem in welchem Gelände man unterwegs ist, ist mir das zu wackelig und dann würde ich sie gerne fixieren. Und das ist jetzt so ein kleiner Nachteil, das funktioniert nicht, weil dieser Fixierungsriemen, der geht von hinten
Also von innen nach außen sozusagen. Ne? Hier ist ja Tragegestellseite und von hier geht der Riemen nach außen. Will man das Ding jetzt also festmachen, diesen Riemen, was so jetzt kein Problem ist, und hat dabei den Rucksack auf, dann ist das eine Wahnsinnsfummelei und da kann man ihn genauso gut gleich abziehen, bevor man sich da wirklich 5 Minuten rumfummelt, bis man diesen Riemen dann zu hat, um seine Flasche entsprechend festziehen zu können, damit die nicht wackelt. Ne? Aber das ist ein Problem bei vollen Flaschen und bei 1,5 Liter Flaschen oder größer. Kleinere Flaschen ist das kein Problem, die stellt man einfach so rein, die heben dann auch. Also ein kleines Detail, ein wirklich kleines Detail, wo man bei diesem High-End-Rucksack, weil das ist er ja auch preislich, vielleicht bei einer Neuauflage einfach nochmal drauf gucken könnte, dass man das einfach schlicht und ergreifend andersrum macht. Ich sehe nämlich keinen besonderen Grund, weshalb das unbedingt so rum sein muss. Ich erkenne da keinen Vorteil draus, also gegenüber der anderen Variante. So, da wir hier gerade an der Seite sind, was auch manche Leute nicht mögen, habe ich schon gehört, ist der Sitz dieser Reißverschlüsse. Ne? Die sind für diese Seitentaschen hier da. Da ist jetzt erfreulicherweise sogar was drin. Kann ich das ganz gut zeigen. Also wie gesagt, Rucksack unverändert. Ich habe nur oben aus dem Deckelfach, unterm Deckelfach gerade mein Stativ rausgenommen. Das lag da, darauf steht jetzt die Kamera. Und aus dem Deckelfach Kamera und Ersatzakkus rausgenommen. Ansonsten alles unverändert. Aber hier jedenfalls diese Seitentaschen. Hier ist nochmal so ein, das ist der seitliche Kompressionsriemen. Der Rucksack ist nicht ganz voll, der wäre eigentlich tendenziell noch viel höher. Aber für 4 Tage ist der Rucksack auch eigentlich zu groß, also 75 Liter Modell. Ne? Also so würde das dann in geschlossenen Zustand aussehen. Tut jetzt nichts zur Sache. Ich habe mir jetzt halt eben nur mal im unterpackten Zustand. So, wir haben diesen durchgehenden Reißverschluss, der qualitativ natürlich über jeden Zweifel erhaben ist. Überhaupt kein Thema. Verarbeitungstechnisch braucht man nicht drüber reden. Brauchen wir einfach mal gar nicht drüber reden. So, und dann kann man hier irgendwas Schönes drin aufbewahren. Und diese Taschen sind ja wirklich riesig. Die sehen per se ja schon groß, aber gerade wenn man da mit der Hand drin rumfuhrwerkt, kriegt man so einen Eindruck, wie riesig die eigentlich sind und wie breit die den Rucksack potenziell noch machen können. Also man kriegt da Sachen runter noch und nöcher. Deswegen ein Tipp nach langer Nutzung dieses Rucksacks. Das 75 Liter Modell wäre für mich, das ist ja das 75 Liter Modell, echt das absolute Äußerste an Größe, in der man diesen Rucksack kaufen sollte, wenn man eine normale Trekkingtour machen möchte. Jetzt nicht, wenn du das Ding als Bug-Out-Bag oder Never-Get-Home-Bag oder I-Never-Get-Home-Bag, so heißt das Ding, benutzen möchtest und so weiter und so fort, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber die 65-Liter-Variante, die reicht, ich denke, für jede Trekkingtour, auch für irgendein Ding, was wirklich über viele Tage geht, würde die 65-Liter-Variante auch ausreichen. Andere Seite, gleiches System, hier auch wieder die Flasche, auch wieder mit dem entsprechenden Zugurt. Man kriegt ihn gut auf, man kriegt ihn schlecht zu. So, das war tatsächlich jetzt nur Wasser drin. Habt ihr gesehen? Wasser. Ben hat Wasser in einer seiner Flaschen, mal keinen Softdrink. Na. So, und auch hier wieder entsprechend Stock. Wenn man die Stöcke hier so in der Seite festmacht, das kann man hier ganz gut sehen, hat man gut die Möglichkeit, was in zivilisationsnahen Gebieten praktisch ist, die Spitze unterm Deckel vom Rucksack zu verstauen. Funktioniert wunderbar, funktioniert auch auf beiden Seiten. Muss man dem Kreis ein bisschen Mühe geben vielleicht. Der eine Stock, der sah schon ziemlich schräg jetzt am Anfang, aber so kann man auch niemand anderen verletzen und bleibt auch nirgendwo hängen. Das ist auf jeden Fall meine favorisierte Transporttechnik für Trekkingstöcke. Spielt natürlich auch dann nur eine Rolle, wenn man überhaupt Trekkingstöcke benutzt. Hui! Plumps. Ja, hier ist... Oh, ja, stimmt, da ist auch noch was drin. Und ich wollte ja sagen, wo viele Leute einen Nachteil sehen bei diesen Seitentaschen. Ups, oh, wo kommen die denn her? Dieser Reißverschluss ist auch wieder auf der Tragegestellseite. Wenn der auf der anderen Seite wäre, sagen viele Leute, wäre es praktischer, weil die Frontzugriffplatte, die dieser Rucksack hat, mit der man auf den gesamten Inhalt zugreifen kann, befindet sich ja auch vorne, die Reißverschlüsse dazu. Das heißt, hat man was in den Seitentaschen und will was aus dem Hausfach haben, dann muss man den Rucksack quasi drehen. Du musst ihn erst so rumdrehen, um auf die Seitentaschen zugreifen zu können.
zack. Und dann drehst du nochmal um und kannst dann erst das Hauptfach aufmachen. Kann man als Nachteil sehen, kann ich wirklich verstehen. Mich persönlich hat es noch nie gestört, weil ich die Seitentaschen so selten benutze. Und wenn ich die Seitentaschen benutze, dann habe ich in denen gerne was, wo ich zumindest versuchen kann, gerade wenn es so Kleinteile sind, man kann da selbstverständlich auch Kleinteile reinmachen, die dann unten drin liegen, weil ich dann auch bei getragenem Rucksack einigermaßen auf meine kleinteilige Ausrüstung zugreifen kann. Das ist zwar eine gewisse Wummlerei, geht aber so einigermaßen, wenn ich den Rucksack halt noch auf habe. Und das wäre halt völlig unmöglich, wenn die Reißverschlüsse auf der anderen Seite wären. Ich würde sagen, es ist also ein, wie man es macht, ist verkehrt. Ne? Also es gibt da einfach keine wirklich gute Lösung. Und das ist auch auf jeden Fall so ein, oh, Blätter, Detail, das da wichtig ist. Zum Tragesystem. Meiner Meinung nach, das Beste, was ich je auf hatte. Stabile, schöne Rückenplatte, stufenlos verstellbar, ne? Zu regulieren über dieses Band. Da kann man dann einfach entsprechend hier hinten adjust, hier dieses Ding da entsprechend aufmachen und die entsprechende Länge einstellen. Das Ding zieht es natürlich automatisch so weit nach oben, wie man hier halt eben Band gelassen hat. Bei mir ist es eine relativ hohe Einstellung, weil ich ja nicht der allerkürzeste bin. Man könnte es noch ein Stückchen höher kriegen. Das heißt, für Leute, die noch ein bisschen größer sind als ich, passt der Rucksack definitiv auch noch. So circa ab 1,95, 2 Meter, irgendwo da dazwischen. Da könnte es vielleicht ein kleines bisschen problematisch dann werden mit der potenziellen Rückenlänge. Das ist jetzt so meine Schätzung. Ich habe da leider zu wenig Leute getroffen, die so groß sind, dass man das da an denen dann mal hätte testen können. Hüftgurt. Ganz hervorragend, super stabil. Ich hatte bei meiner ersten Review zu dem Rucksack gemeint, dass diese Löcher hier total praktisch wären. Inzwischen kann ich sagen, ich merke da nicht viel von. Der Hüftgurt ist trotzdem super, aber dass diese Öffnungen hier jetzt eine besondere, super tolle Funktion mit sich bringen, das hat sich bei meinem Körperbau zumindest nicht bestätigt. Durch dieses relativ dicke Kissen hier sitzt der Rucksack, also der eigentliche Sack liegt damit nicht direkt am Körper an, sondern man hat hier wirklich, wenn man den vernünftig eingestellt trägt, gerade in diesem Bereich eine hervorragende Luftzirkulation. Da fegt einem der Wind einfach durch, für Lasten jenseits von Gut und Böse geeignet. Und für Menschen mit krass breiten oder krass schmalen Schultern hat dieser Rucksack als einer der ganz wenigen die Möglichkeit, die Schulterträgerbreite zu verstellen. Man kann die also auch noch verschieben in der Breite der Schultern, die man. Also wenn ihr so aussieht, so schulterntechnisch, dann könnt ihr den Rucksack zumindest auf L anpassen und er würde euch erheblich besser passen als jeder andere Rucksack, bei dem diese Funktion nicht gegeben ist. Ich habe da nie dran rumgespielt, weil das für mich von Anfang an die richtige Einstellung gewesen ist. Leider, ich hätte ja gern L-Schultern, aber trägt sich einfach nicht gut für mich. Kann ich zwar noch tragen, so schmal bin ich dann auch nicht. Lassen wir es. Das ist einfach auf jeden Fall ein wichtiges Feature, einfach für Leute, die ein nicht der Norm entsprechende Schulterbreite besitzen. Ja? In beide Extreme, das ist ja auch nichts Schlimmes. Keinster Weise. Da haben wir noch einen super robusten, und das war mir auch wichtig, super robusten Tragegriff, mit dem man den Rucksack auch bei voller Beladung, also sprich, ich hatte jetzt maximal mal 26 Kilo, glaube ich, drin, wirklich noch wunderbar durch die Gegend schleifen kann und da passiert gar nichts und es gibt nicht mal ansatzweise irgendwelche Nuancen von lockeren Fäden, die da irgendwie abstehen. Ich brauche keine Großaufnahme machen, das müsst ihr mir jetzt so einfach glauben. Das ist einfach unendlich stabil und kriegt man nicht kaputt. Hier ist ursprünglicherweise, und das ist mir inzwischen abgebrochen, das ist das eine filigrane Teil am Rucksack gewesen. Der ist mir sogar sehr schnell abgebrochen, der ein oder andere war dabei. hier war ursprünglich so ein Clip, mit dem man den Schlauch vom Trinksystem am Trageriemen hier befestigen konnte, um den dann halt eben griffbereiter zu haben. Da ich nie ein Trinksystem benutze und die Dinger überhaupt nicht leiden kann, ist mir das vollkommen egal. Aber man kann es vielleicht auch als kleines bisschen negativ Dingens anmerken. Dieses Trinksystem, Schlauchhalter-Ding ist filigran. Hat mit der Robustheit des sonstigen Rucksacks nichts zu tun. Und deswegen ist es bei mir auch das erste gewesen, was abgeflogen ist. Dann diese Dinger hier, die sind entweder dafür da, dass man sich da
Handschlaufen einklinken kann, optional zu erwerbende Handschlaufen, mit denen es sich angenehmer läuft. Es gibt Leute, die mögen das. Alternativ Deckel abmachen, denn die beiden Laschen vom Deckel, die den Deckel oben drauf halten, haben hier nämlich auch so einen, wie auch immer diese Verschlüsse heißen, irgendwann merke ich es mir. Und wenn man den jetzt vorne auch abmacht, dann hat man in diesem Moment auch schon einen abnehmbaren Deckel. So, will man jetzt den Deckel zum Beispiel als Kartentasche verwenden, dass man sich da oben drauf eine Karte macht oder innen rein oder hat Kleinkram, den man ständig braucht, dann kann man den Deckel nämlich so rum am Rucksack befestigen und hat ihn dann als Bauchtasche vom Bauch. Kann auch für die Gewichtsverteilung durchaus interessant sein und eben zum Zugriff auf kleine Dinge, zum Zugriff auf Wertgegenstände, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man nicht möchte, dass einem die wegkommen, ist das sicherlich von der Diebstahlsicherung her immer noch praktischer, als da hinten dieses Teil einfach oben auf dem Rucksack zu transportieren. Ist immer noch nicht super sicher, aber besser als nichts. Ja, spielt auch eine Rolle und ich mache das hin und wieder auch mal ganz gerne, eben wenn ich mit viel Kleinkram zum Hantieren bin, mal ein Foto brauche oder mal wieder mein Handy brauche, dann den Geldbeutel brauche, also gerade in zivilisationsnahen Bereichen. Der Rucksack bleibt schön zu, weil er zusätzlich dazu, dass er natürlich so eine Schneeschürze hat, die man zuziehen kann, kennt man von jedem x-beliebigen Rucksack, hier oben noch diesen Zipper hat, diesen was auch immer, Strip, ne, mit dem man das Ganze hier nochmal quasi oben zuziehen kann oder da halt auch noch irgendwie eine Isomatte zum Beispiel draufschnallen, eine Jacke draufschnallen und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, der Rucksack war nicht ganz voll, wie man hier ganz gut erahnen kann. Da wäre noch massenweise Platz gewesen, dann hätte man immer noch was unter den Deckel schnallen können. Wenn man den aufmachen möchte, hat man jetzt natürlich klassisch die Möglichkeit, dass man einfach von oben einfach reingreift, von oben rausholt, was man möchte und so weiter und so fort. Für mich hat sich als praktikabel herausgestellt, dass man den Rucksack so packt in diesen Zustand, wie ihr ihn jetzt seht, und von oben den ganzen Kram alles schön reinstopft, alles schön feststopft, damit auch alles wirklich gut kompakt sitzt und es dann nicht irgendwelche Hohlräume gibt, etc. und so weiter, weil dann trägt er sich am angenehmsten. Zum Auspacken hingegen oder zum mal zwischendurch was suchen, zum Rucksack wieder zusammensetzen und trotzdem weiterlaufen können, weil er immer noch gut gepackt ist, obwohl man was rausgenommen hat, das funktioniert nämlich auch wirklich sehr gut. Da hatte ich auch erstmal eine Befürchtung mit so einem Frontzugriff, dass das dann gar nicht funktioniert, dass man irgendwas Kleines rausnehmen kann, was man gerade gesucht hat, weil es unten im Rucksack ist. Und wenn man das Ding wieder zuklappt, dann fällt da alles durcheinander und dann trägt der Rucksack sich scheiße. Das ist nicht der Fall. Das geht sehr gut. Man muss ihn nur dann halt für diesen Zweck nicht aufrichten, sondern schön auf den Bauch legen sozusagen. Dass hier halt jetzt eigentlich alles rausfällt, wenn man diesen hier macht. Weil man halt diese Klappe, wie ihr sehen könnt, ganz wunderbar aufpacken kann. Muss Keller aufräumen, aber bin jetzt ja eher im Rumhantieren. Und dann hat man Zugriff auf seinen gesamten Rucksackinhalt. Und auch wenn was ganz unten liegt, dann muss man halt ein kleines bisschen dann da hinten rumkruscheln. Aber man kann meistens eine Ecke irgendwie greifen und das dann rausziehen. Und das Zeug wäre jetzt nicht alles rausgepurzelt, wenn der Rucksack nicht aufrecht stehen würde. Und man kann dann also auch das relativ gut wieder reinstopfen, sodass das dann einigermaßen passt. Dann macht man wieder zu und dann kann man weiterlaufen. Regenschutzhülle normalerweise immer ins Deckelfach, aber da absolut absehbar war, dass es nicht mal im Ansatz irgendwann regnen würde, habe ich es unten reingeschmissen. Und dieses Ding benutze ich gerne, wenn ich irgendwelche, zum Beispiel für mein Solarpanel, das passt dann nämlich auch prima rein. Eigentlich ist es selbstverständlich für eine Trinkblase. Das ist der Rucksack-Innenraum. Ihr seht, wir haben hier ganz bisschen schwärzliche Verfärbung. Oh schlimm. Mich persönlich stört das nicht im geringsten, auch nur ansatzweise. Ist aber so. Hier hat er auch ein paar, und hier hat er ein paar schwärzliche Verfärbung. Das ist einfach auf gut Deutsch Dreck. Ja, und dann kommen wir zum Bodenfach, das natürlich einmal hierdurch erreichbar ist und selbstverständlich auch, oh mein Dreckklamotte, sorry, durch diesen Bereich hier. So, das eigentliche Bodenfach, ne? Ist klar, das brauche ich niemandem erklären, was ein Bodenfach ist. Ob man da jetzt nur einen Schlafsack drin aufbewahrt oder was anderes, bleibt jedem selber natürlich überlassen. Da haben wir jetzt wieder ein wenig Müll, ein wenig Dreck. Ich leere mal aus.
Bodenfach, was wir hier auch noch haben, ist eben dieser Netzeinsatz, den man quasi statt dem eigentlichen Deckel verwenden kann. Dann macht man halt den zu, statt den Deckel zu, und man hat dann so die Theorie, ein zusätzliches Wäschefach sozusagen, in dem man nasse Dinge transportieren kann. Also habe ich noch nie benutzt. Macht für mich keinen Sinn, aber das Bodenfach würde dann so aussehen, also einfach mit diesem Netzfutter. Man kann das Ding hier dann quasi so einwickeln und mittels diesen Druckknöpfen hier, ne, kann man das dann da irgendwie fixieren. Ich zeige euch das jetzt nur so grob, weil wie gesagt, ich nutze diese Funktion nie. Und das ist auch so ein Problem. Ein an sich schon schwerer Rucksack, der noch eine Zusatzfunktion mitbringt, die man nie benutzt, die aber was wiegt. Das ist sowas, was mich persönlich ein bisschen stört. Ich will das nicht rausschneiden. Mir fehlt das technische Geschick, um das wirklich schön rauszutrennen, dass es wirklich problemlos rausgeht, ohne in irgendeiner Form den Rucksack zu beschädigen. Und eben zerstören will ich es halt auch nicht. Und deswegen bin ich da ein bisschen hin und her gerissen, was ich mit dieser Ollnetz-Funktion da machen soll. Die Idee ist ja prima und es mag Leute geben, die das sicherlich ganz, ganz super finden. Weiß ich nicht, aber ich brauche das wirklich überhaupt nicht. So, der Oberstoff soll sehr, sehr, sehr wasserabweisend sein. Das würde ich anders formulieren, nämlich der saugt sich mit Wasser relativ schnell so voll, dass die Fasern aufquillen und dann dicht werden. Und dann dringt kaum noch Feuchtigkeit ins Innere des Rucksacks ein. Das funktioniert wirklich. Man braucht nur bei strömendem Regen, bei so richtigen Kackwetter wirklich eine Regenhülle. Ansonsten macht das der Rucksack wunderbar mit. Was man da reingepackt hat, ist super toll geschützt. Auch mit dem gut sitzenden Deckel und allen Pipapos, das hat überhaupt kein Problem. Lediglich, wenn man den Deckel vorne als Brusttasche trägt, dann hat man halt das Problem, dass man hier oben nur die Schneeschürze zum Abschluss hat. Und die ist nicht besonders wasserabweisend oder irgendwie sonst wie. Also bei Scheißwetter muss man den Deckel schon entsprechend oben drauf setzen. Ach so, zum Deckel muss ich auch noch was sagen. Wo ist er denn? Da ist er denn. Also der hat hier diese schöne Schnur, mit der man auch mal eine Jacke oben drauf befestigen kann. Bei mir war es meistens eine Jacke. Er hat da schöne Fjällräven, Logo und Leder. Ist ja schon ein Designelement, was meiner Meinung nach gut aussieht. Und wichtig, er hat hier innen noch so ein Geheimfach, wo man dann vielleicht Geld aufbewahren möchte. Es ist der am schwersten ranzukommende Reißverschluss, den dieser Rucksack so in der normalen Tragevariante aufweist. Also denke ich, könnte man schon sagen, dass das ein gutes Versteckchen für Geld, Personalien, Papier und so sonstigen Kram. Ich mache da immer gerne meine Flugtickets oder so einen Krempel rein. Hat sich inzwischen herausgestellt, dass das ganz gut ist, weil da geht man nie ran. Wenn man in der Pampa ist, braucht man die Tasche überhaupt nicht. Dann kann man, wenn man nicht rangeht, kann man da auch nichts verlieren. Und das ist meiner Meinung nach dann so eine ganz gute Geschichte. So, und dieser Gurt hier, der ist natürlich dafür da, dass man den Deckel auch als Hüfttasche oder Umhängetasche oder sonstige Form von Tasche eben entsprechend tragen kann. Das ist quasi wie so ein Gürtel sozusagen. Habe es jetzt auf sehr, 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 sehr klein eben entsprechend eingestellt. Potenziell ist hier jede Menge Bandmaterial vorhanden. Ihr seht, das ist da aufgewickelt. Kann man sich also wirklich alle möglichen Tragevorrichtungen mit zusammen produzieren, zusammen fabrizieren, aber es lässt sich auch schön klein eben zusammenwickeln und in dieser Form stürzt dann auch nicht weiter bei der regulären Benutzung des Rucksacks. Wenn das Ding ganz lang ist und die ganzen Bändel da rumhängen, dann nervt es ein bisschen. Grundsätzlich alle Bändchen am Rucksack, alle längeren Bändchen, haben hier diesen Gummi, mit dem man die aufwickeln kann und fixieren kann, dass nirgendwo am Rucksack irgendwelche längeren Bändchen rumfliegen müssen. Sie können natürlich. Sonst noch was, Material, wie gesagt, nahezu unzerstörbar. Ich habe an einer Stelle ein winzig, winzig kleines Loch, weil ich damit irgendwas unglaublich Fiesem rumhantiert habe, was da ein winzig, winzig kleines Loch hinterlassen hat. Ich finde es jetzt gerade nicht. Jedenfalls lässt sich so ein winzig, winzig, winzig kleines Loch A tatsächlich mit Nadel und Faden relativ schnell wieder verschließen. Und B kann man auch einfach Panzertape drüber kleben oder was man halt sonst so unterwegs dabei hat, wenn einen dieses Loch wirklich stört. Es ist so ungefähr so groß, ne? Also wirklich ganz, 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 ganz funktional, völlig irrelevant.
Bei super spitzen Gegenständen, die da reinstechen, ist es also, denke ich, schon auf jeden Fall möglich, dass das Material dann irgendwelche Löchlein bekommt. Der Rucksack sieht auch nach relativ kurzer Zeit relativ gebraucht aus. Er nimmt gern Flecken an aufgrund dieses textilen Materials. Ja, also hier kann man sie dann so ein bisschen erahnen, die diversen Kretzerchen und so weiter und so fort. Aber was machen, tut das nicht wirklich, ne? Und was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass der Rucksack halt ziemlich schwer ist. Ungefähr ein Kilo schwerer als ein vergleichbarer Trekking-Rucksack vergleichbarer Größe. Und wir sprechen hier von normalen zivilen Trekking-Rucksäcken, nicht irgendwelche Militärgedöns-Sachen. Das ist dann nochmal was anderes aus der Prepper-Szene oder wer immer damit rumrennen möchte, ist okay. Aber die sind gleich nochmal schwerer. Aber für einen normalen, aus dem normalen Trekking-Bereich kommenden Trekking-Rucksack ist dieses Ding vergleichsweise schon ziemlich, ziemlich schwer, auch wenn es eine sehr hohe Lastentragevermögen eben entsprechend mitbringt, macht das eine Kilo, was man automatisch immer mitschleppt, schon. Ne? Gibt Leute, die sagen, das ist ein Ausschlusskriterium. Das kann ich auch gewisserweise nachvollziehen. Für mich persönlich ist es einfach wichtiger, dass ich das, was ich trage, sehr gut tragen kann. Und dafür trage ich dann gerne das eine Kilo mehr. Oder auch das ein bisschen mehr als ein Kilo, je nachdem, welchen Rucksack man zum Vergleich heranzieht. Aber ja, ich kann auch das andere Argument durchaus nachvollziehen. Ich würde den Rucksack jederzeit wieder kaufen. Definitiv, unbedingt, absolut. Bin nach wie vor total begeistert von dem Teil. Habe jetzt ein paar Sachen einfach nicht erwähnt, weil, hatte ich schon letztes Mal angesprochen, das ist jetzt halt nur, was mir über die längere Zeit eben entsprechend aufgefallen ist und irgendwie wichtig erscheint, was für Funktionen gibt's. Kann man die benutzen, benutzt der Ben die, wenn ja, wie ist er damit zufrieden und all so ein Zeug. Und jetzt langt es aber auch wirklich verflixt nochmal, das ist ja wieder super lang geworden hier. Wenn ihr so einen Rucksack haben wollt, von meiner Seite aus kann ich den Kauf durchaus empfehlen. Ich habe auf jeden Fall auch noch Zeug im Deckelfach, wie ich gerade feststelle. Deckelfach, noch eine Kleinigkeit, dieser Reißverschluss hier ist wasserdicht, soll halt dafür gedacht sein, dass man dann, wenn man wertvolle Dinge im Deckelfach aufbewahrt, wo sie halt auch recht wetterexponiert sind, die dann nach Möglichkeit trotzdem trocken bleiben. Das ist der eine wasserdichte Reißverschluss am Rucksack, mehr gibt's nicht, nur diesen einen kleinen. Aber jetzt war's das wirklich, mehr habe ich jetzt endgültig nicht zu sagen. Ich wünsche viel Spaß mit so einem Ding, falls ihr eins habt oder euch eins zulegen wollt. Ach so, und bevor mir das jetzt wieder jemand unterstellt, kein Werbevideo, hab mir das Ding selber gekauft, sag euch dazu meine eigene ehrliche Meinung. Wenn es scheiße wäre, würde ich euch das auch sagen, aber das kann man bei Autoausrüstung in der Preisklasse, da findet man nichts, was scheiße ist. Es gibt's da einfach dann irgendwann nicht mehr. Da gibt's perfekt und weniger perfekt und aber nixe Werbung jedenfalls, schön selber erworben und keine Kooperation mit Fjällräven in welcher Art auch immer. Ja, böse. Nein. Bisschen überteuert teilweise, aber schon gut. Macht's gut.